Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit der Mission Nesthäkchen. Hier habe ich ein bisschen was gefunden gerade. Auch ja, gegen Ende des letzten Parts ist es mir ja schon aufgefallen. Hier haben wir eine Kiste. Voll übersehen. Ja, das hat es jetzt voll gebracht. Und die kriegen wir hier hin. Das bringt jetzt Folgendes. Und zwar können wir jetzt auf den Schalter drücken und wissen nicht, was das bringt. Nein, kann ja nicht sein. Es wird irgendwas mit da vorne zusammenhängen, ne? Da vorne. Da oben irgendwie. Kann ja nur. Wird er ja nicht irgendwelche Druckplatten aktivieren und hat keinen Sinn. Ja, stehe ein bisschen auf dem Schlauch aktuell. Aber gut. Das ist auch der Sinn von so einem Rätsel, ne? Dass man nicht sofort weiß, wie es geht. Dass man halt ein bisschen rätseln soll. Ja, so. Captain Weisheit hat wieder zugeschlagen. Da oben müssen wir hin, aber. Ist das doch so? Ja, erstmal den Kopf einhauen. Das ist natürlich auch eine Maßnahme, die immer gut ist. Nee, das hat jetzt aber. Ja, der flippt wie immer aus. Er mag uns nicht. Irgendwo aber auch nicht. Aber was gemeinsam. So, da oben wollte ich hin, habe ich gesagt, ne? Erstmal erholen. Da haben wir eine Lücke. Da auch. Ansonsten einfach nach ganz oben. Irgendwie kommen. Bin ich wieder ein Superbrain. Die aktivieren da irgendwie andauernd was. Die Frage ist nur was. Aber ich habe da auch bestimmt noch was vergessen, einfach da oben zu machen. Da waren offensichtlich auch so eine Laserbarriere, so eine Schranke. So, gleiches Spiel hier auch noch mal. Gut, gut. Hier brauchen wir drei leichte Steine. So, die Frage. Ja gut. Ich denke mal nicht, dass der von unten hier hoch soll. Da ist was. Da habe ich mir gedacht. Das macht ja nicht viel Sinn. Das macht doch hat keinen Sinn. Warte mal, oder muss ich vielleicht doch den Klotz hier hochschmeißen, so Stück für Stück? Die Frage ist jetzt, was macht der denn nochmal im Allgemeinen? Ach so, der macht die einfach aus, okay.
Ja gut, weil so richtig den Weg versperren tut das jetzt auch nicht, ne? Ich hab das gerade gar nicht so genau. Also so einen leichten Lösungsansatz habe ich drin im Kopf, aber... Da oben ist halt aber auch noch was, ne? Da war ich ja noch gar nicht. Ja, hier ist auch gar nichts. Ich hätte jetzt echt gedacht, hier so liegen die ganzen... Nicht immer festhalten, du Dödel. Ach Junge, halt dich doch nicht immer fest sofort an jeder Wand. Das ist doch nervlich. Ich hätte jetzt echt gedacht, hier liegen Klötze. Aber Pustekuchen. Das bleibt die goldene Frage. Was passiert eigentlich, wenn der jetzt da ist? Ich habe mir gerade so gedacht, nicht, dass ich das schon längst abgeschlossen habe. Doch, hier. Alles in allen. Jetzt so ärgerlich. Nee, ernsthaft, das war's jetzt? So, und du? Zweite Schalter aktivieren. Da, ne? Oh, jawohl. Ich habe echt gedacht, ich wäre nach wie vor noch weit davon entfernt, irgendwie ja, sagen zu können, das Rätsel ist geknackt. Jetzt ein bisschen verwirrend mit diesem Aufbau, der Aufteil da in zwei Räume und im Endeffekt war in den einen Raum gar nichts los, irgendwie, ne? So gefühlt. Also so gesehen, wenn man reinkommt, der rechte. In dem ich zu Beginn des Parts war. Komisch. Naja, egal. Geschafft ist geschafft. Ist wie beim Fußball. Sobald am Ende interessiert keinen mehr, wer der Tor gefallen ist. Hauptsache gewonnen. Egal ob Fallrückzieher oder Eigentor. Ja, aber ist auch so. Kräht kein Haar mehr morgen nach. Da ist er wieder. Halt! Dieb! Hey, Bruderherz. Ich gebe auf. Legyron? Unmöglich. Ich sah dich. Du warst auf Stein. Du lebst. Oh, hab ich dich verletzt? Ha! Natürlich nicht. So leicht gebe ich mich doch nicht geschlagen. Schon gar nicht dir. Was ist los? Nun, die Mannschaft wurde zu Stein verwandelt. Ich habe was mit dem Orakel geraucht. Mehr weiß ich nicht.
Er ist allerdings nicht wirklich ein Orakel. Was machst du hier? Hat er etwas über mich gesagt? Nein. Nur wie furchtbar die Lage ist. Und laut der Prophezeiung wird nur der wahre Held siegreich sein. Also... Du meinst... Ich bin hier, um uns zu retten. Deshalb bin ich dem Steinfluch entgangen. Ich weiß nicht. Die Prophezeiung sagte, der Held hätte Makel. Du hast noch nie auch nur einen Fehler gemacht. Komm schon. Es hieß ältestes Kind der Thetis. Ich bin der älteste Sohn. Und weißes Kind überzeugt, das meint dich. Ich muss dich davon überzeugen, dass ich dieser Held bin, klar? Nur, dass ich kein Kind bin. Natürlich nicht. Keine Prophezeiung stimmt vollkommen. Nehme ich an. Aber dir fehlt ganz eindeutig der geflügelte Bote. Falsch. Die Dinge habe ich von einem Greif. Bei Hades, das ist die limitierte Version. Kann Hermes seine Schuhe nicht anbehalten? Oh, dachtest du, die Prophezeiung handelt von dir? Nein, dachte ich nicht. Dann besteht kein Grund zur Sorge. Du willst es ohnehin nicht mit diesem riesigen roten Monsterding aufnehmen. Typhon! Es ist verrückt. Wusstest du, dass es hier echte Götter gibt? Ja, ich helfe gerade einem von ihnen. Ich suche nach einem Fährtenlesegerät, um einen Dieb zu finden, der Ares Essenz stahl. Wie sieht sie denn aus? Mal sehen. Dann bist du also der Dieb. Auf so einer Insel kann man nie wissen, was man noch brauchen wird. Ich finde, ich bin echt einfallsreich. Das ist allerdings Ares Essenz. Nimm sie. Hör mal, du musst diese Bürde nicht länger allein tragen. Überlass mir den Rest. Ich weiß, dass du kein guter Kämpfer bist, Schildträger. Ich habe heimlich geübt. Ich konnte es dir nur nie zeigen. Die Götter werden mir danken, wenn ich ihre Essenzen finde und wir Typhon stellen. Ich glaube dir. Gut. Du ziehst los und findest diese Essenzen. Ich werde etwas von dir brauchen, wenn die Götter zurückverwandelt sind. Wir treffen uns auf einem schneebedeckten Berg. Du kannst mir helfen, Typhon zu besiegen. Oh, ja, das klingt gut. So gefällst du mir. Zwei Schwerter sind besser als eines. Nun eher anderthalb Schwerter. Ein Familientreffen. Ihr habt die Essenz des Ahrens. Aber hat auch jemand an Kuchen gedacht? Och, beachtet mich nicht. Ich nehme mir einfach etwas. Ich erledige sie. Nein, mach dich auf den Weg. Ich bleibe und kämpfe. Was? Aber... Geh! Ich schaffe das! Bitte überlass mir das einfach. Der Typ ist so unfassbar überheblich. Also der Bruder halt, ne, das ist ja ein Witz hoch 10, ey. Er sagte ja, ich habe was mit dem, Orakel geraucht, also er erklärt auch den Trip, den er da schiebt. Naja, wenn der wüsste, der wird noch staunen, glaube ich. Selbstverliebter Gockel, ehrlich. Ja, da wird er so gucken, wie da wie viel nicht sich gemacht hat, so gesehen, ne? Also, seit er hier der Götter hilft. Was willst du mit dem? Willst du einen? Ha ha.
hast mich gerettet. Ich musste sehen, was aus meiner Festung geworden ist. Wie vermutet wimmelt es von Schergen. Der Teppich ist sicher ruiniert. Hast du das Fährtenlesegerät? Ich brauchte es nicht. Ich traf den Dieb und es war, halt dich fest, mein Bruder. Er war nicht verflucht. Ah, das war also dieser verdächtige Sterbliche, mit dem du geredet hast. Er will, dass ihr allein gegen Typhon kämpft. Ist er lebensmüde? Wenn du wüsstest. Er hat bisher noch alles geschafft. Nun, du hast etwas vollbracht, das ich für unmöglich hielt. Ja? Ich stand hier und dachte, es wäre hoffnungslos, weil alles gegen dich sprach. Ich wartete auf dein Scheitern. Und dann sah ich meine Statue und dachte an das, was du gesagt hast. Ich dachte, Phoenix weiß nicht, ob er Erfolg haben wird und gibt doch nicht auf. Das ist Mut. Und in diesem Moment, ich hätte mit den Fingern geschnipst, wenn ich welche hätte, hatte ich genug davon, ein feiges Huhn zu sein. Du hast ja keine Ahnung, welche Zerstörung diese Hände einst brachten. Das bebende Fleisch, von dem sie kosteten. Ich kann's mir vorstellen. Sie schaden nicht länger. Sie machen gar nichts mehr. Und damit kann ich nicht leben. Genug gegaggert. Ich habe genug davon, ein Huhn zu sein. Ja, das ist Kampfgeist. Dann freust du dich sicher, dass ich das hier habe. Ich spüre ihre Macht. Schnabelhaft. Ich meine, fabelhaft. Du erhältst zum Dank meinen Segen. Du hast ihn dir verdient, Krieger. Danke, Ares. Und jetzt verschwinde ich von hier. Wir sehen uns in der Halle der Götter. Dort verwandle ich mich zurück. Und aus Huhn wird Hühne, aus Federn Finesse, aus Schnabel Schlagkraft, aus Eiern Epos, aus... Vorsicht, du willst doch nicht, dass Aphrodite zur Vegetarierin wird. Wir sehen uns dort. Als Ares triumphal zur Halle der Götter zurückkehrte, musste Phoenix daran denken, was der Gott des Krieges ihm beigebracht hatte. Dass es Unmengen schlechter Hühnerwitze gibt? Dass wahrer Mut nicht die Abwesenheit von Zweifeln ist, sondern ihre Überwindung. Ares mag nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen, aber am Ende kämpft er immer für die richtige Seite. So, dann schauen wir uns mal schnell die neuen Flügel an. Flügel schwingen der Monströsen. Oh, geht. Hatte ich ja schon mal gesagt, ich mag mehr dieses Monster-Design. Ein bisschen mehr so. Oh, oh. Dann brennen sie jetzt mal ein bisschen. Oder glimmern am Rand. Hier können wir eigentlich jetzt zurück direkt zur Halle der Götter und dann auch Ares zurückverwandeln. Besonders finsteren Wurm angegriffen. Oh, wie aufregend. Wirklich? Na gut. Aber der Wurm schlug zurück. Er wickelte sich um meinen Knöchel. Ich dachte, er wollte mich erwürgen. Es kam zu einem Pickgefecht. Und hast du den weichen kleinen Wurm erlegt, mein furchtloser Vogel? Erlegt? Nein. Aber fast hätte ich mit meinen Krallen seine Haut zerfetzt. Oh, Rambo. Für die Ewigkeit. Du bist hier. Nicht in einem Stück. Ich habe kahle Stellen von stressbedingtem Federausfall. Vielleicht, weil Aphrodite hier ist? Still. Nein. Wie sehe ich aus? Für ein Huhn ganz passabel. Aber gleich wirst du besser aussehen. Warum nicht? Hör mal, es fällt mir schwer, mich zu bedanken. Aber du hast viel Gegacker ertragen müssen. Jedes Bock war es wert. Gut, nun befreie mich aus diesem gaganten Hühnerkostüm.
Toben der Schlacht brauche ich einen mächtigen Gefährten. Ich beschwöre deinen rasenden Geist, Ares, Gott des Krieges. Kämpfe mit mir. Schlachtfeld, gib mir eine Waffe! Ich muss etwas erschlagen! Jawohl, es wird nicht mehr lange dauern. Alles strömt wieder zu mir zurück. Weißt du schon, was du sagen wirst, um Aphrodite zurückzugewinnen? Ich habe vergessen, wie muskulös ich bin. Ich lasse meine Bauchmuskeln für mich sprechen. Freut mich, dass du wieder der Alte bist. Das verdanke ich dir, Phoenix. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch ein paar Aufgaben für dich. Bringen wir diesen Ort auf Vordermann. Schmieden wir einen Plan, um Typhon anzugreifen. Gott des Krieges. Trophäe. Ja, das stimmt, ne? Wir sind noch lange nicht fertig. Alleine schon nicht mit der Hauptgeschichte, ist klar. Aber jetzt werden auch bestimmt wieder einiges an Symbolen aufgeploppt sein. Warte mal. Erinnert mich auch direkt daran, dass wir diese Stellvertreter, diese Heldenhöhle in dem Gebiet noch nicht abgeschlossen haben. Die muss ich echt mal suchen. Ne? Damit immer so ein Sturm, hatte ich ja schon mal erwähnt, dieser Sturm, die zwischendurch von Typhon beschworen wird, der aufzieht, dass wir den dann stoppen. Muss er geben. Irgendwo. Naja, das war's für den Part. Hier machen wir direkt im nächsten weiter. Hermes wartet mit einem Gespräch. Wir schauen uns noch ganz kurz, fällt mir jetzt ein, den letzten Segen an von Ares. Kombo-Anzeige erhält nach 84 Treffern eine vierte Kombo-Phase. Das ist cool. Das scheint dann auch mit einer Trophäe wieder verbunden zu sein. Kann ich die dann auch machen? Sehr schön. Alles klar. Cool. Wie gesagt, beende ich den Part an der Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.